Ja, es gibt auf jeden Fall Zusammenhänge, aber es gibt auch völlig Unvereinbares. Als Top-Sportler, glaube ich, ist es relativ, in Anführungszeichen, relativ einfach, sich bestimmte Ziele zu setzen. Und ich glaube, im Unternehmertum als Entrepreneur stellt sich die ganze Situation schon wesentlich komplexer dar. Aber es gibt natürlich auch viele Dinge, die vereinbar sind. Ob sie nun als Sportler in schwierigen Situationen sind. Ich habe ja in meiner Karriere auch diese schwierigen Situationen erlebt. Ob 1999 mit einer krassen Champions League-Niederlage oder 2002, als wir die Weltmeisterschaft verloren haben. Oder auch 2006, wo ich bei der Weltmeisterschaft ja nur in Anführungszeichen die Nummer 2 war. Alles das sind ja solche Rückschläge, solche Frustrationsmomente, wo man durchaus auch die Tendenz haben könnte zu sagen, ist mir doch alles ein bisschen zu anstrengend, es läuft nicht so, wie man das erwartet. Und das sind eigentlich ähnliche Momente, wie Sie sie auch als Unternehmer erleben. Ich meine, daher kommt ja das Wort Unternehmer, da unternehmen Sie ja ständig was. Das heißt aber nicht, dass das immer das Richtige ist. Sie laufen gegen die Wand, laufen gegen die nächste Wand, fallen mal um, müssen wieder aufstehen. Also da gibt es schon Dinge, die schon ähnlich sind. Ja, diese sogenannten Mottos, die gelten immer noch. Die gelten sowohl im Sport als auch natürlich in vielerlei Hinsicht im Unternehmertum. Allerdings ist schon ein ganz wesentlicher Unterschied, dass du im Sport hast du relativ schnell ein Ergebnis. Du hast nach 90 Minuten ein Ergebnis, du hast nach einem halben Jahr ein Ergebnis, nach der Halbsaison. Und eben nach einem Jahr weißt du genau, was du erreicht hast. Und beim Unternehmertum ist das natürlich völlig anders. Dinge können sich sehr, sehr schnell verändern. Manche Dinge funktionieren, manche Dinge funktionieren eher weniger. Man braucht sehr, sehr viel Geduld, um das, was man ja irgendwo aussieht, damit das dann irgendwann mal beginnt zu wachsen und das Wachsende dann irgendwann Früchte trägt. Also diesen Prozess, den kann man mit dem Hochleistungssport nicht vergleichen. Das heißt, in Wirtschaft, Unternehmertum stellen sich die Dinge wesentlich komplexer dar, als es im Sport der Fall ist.